Und da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von The Legend of Zelda Link's Awakening. Beim letzten Mal haben wir ja erfolgreich diesen wunderbaren Dungeon da absolviert. Ich weiß gar nicht, wie er hieß. Jedenfalls haben wir ihn absolviert. Wir haben ihn sowas dann fertig gemacht. Ich glaube, in diesem Part machen wir nur so ein paar kleine Nebenaufgaben, bevor wir uns dann in den vorletzten Dungeon stürzen. Es gibt ja noch die zwei. Und wir kehren erstmal nach Gaia Valley zurück. Denn unser nächster Halt ist Kokolent. Also, Möwendorf in Kokolent. Keine Ahnung, warum ich das Dorf mal Kokolint nennen möchte. Dabei heißt die Insel Kokolint und nicht das Dorf. So, falscher Knopf. Das kam mir beim letzten Mal noch ein bisschen näher vor. Naja. Ach, ich gehe durch den Wald. Ich moonwalke zum Wald. So. Ich hoffe, ich gehe auch nicht den Weg. Wobei, ich hätte auch den Teleporter nehmen können. Naja, zu spät. Whoops, whoops. So weit ist das ja Gott sei Dank noch nicht. Oh, hier geht's ja gar nicht lang. Aber hier sind wir ziemlich richtig. Whoopsa. Autsch. Sau, du. Wir wollen hier, genau hierhin wollen wir. Da ist nämlich dieses wunderschöne Buch oben und dadurch, dass wir jetzt diese schönen Stiefel haben, ich glaube, wir brauchen gar nicht das Schwert dafür, aber jetzt können wir es einfach runterhauen. Willst du das Buch lesen? Ja. Die bunte Welt, verborgen unter 5 Grabsteinen. 3 oben, 4 rechts, 5 oben, 2 links und 1 unten. Setze all deine Kraft ein. Öffne einen neuen Weg. Wer auserwählt ist, erhält die Macht über die Farbe. Wie wohl die bunte Welt aussehen mag, tja, finden wir es heraus. So, wir können uns eigentlich wieder auf den Weg zum Friedhof machen, aber zuerst möchte ich noch, wenn wir schon mal hier sind, möchte ich noch im Dingsens vorbeigucken, im Schilderwald. Denn da kommen wir jetzt auch endlich weiter, dank des Enterhakens. Falls ihr euch erinnert, wir waren da ja schon mal, sind aber halt nicht weitergekommen. Weil wir an einem großen Abgrund gelandet sind. Und da kommen wir jetzt wenigstens durch. War es hier? Ja, es war hier. Das und das. Und dann geht das wieder los. Wusser! Nein! 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 Autsch. Nein! Alter, ich komme da echt nicht mehr rüber. Was ist denn hier los? Bin ich echt so blöd zum Springen geworden? Ich hatte es fast. Nein! Oh, es war viel zu früh! Falsche Richtung. Alter, ich komme da echt nicht mehr rüber. Alter, wo springe ich denn hin? Alter, was ist denn hier los? Ich komme da nicht mehr rüber. Geht doch. Jo, das war jetzt aber anstrengend. Au. Lass mich in Ruhe, ich habe nicht mehr so viele Herzen. Ich wollte gerade sagen, hier gibt es doch bestimmt welche. Naja, oder auch nicht. Hier entlang, den ganzen Weg nochmal bitte. Jetzt zu dem Schild. Dann nach da. So. Oh Mann. Ich wollte doch nur nochmal gucken, ob ich die Richtung mir gemerkt hatte. Da entlang. Und jetzt nach unten. Und jetzt da entlang. So, hier sind wir beim letzten Mal ja nicht weitergekommen, aber jetzt kommen wir da lang. Dank des unglaublichen Enterhakens. Ich sehe dich davon doch. Kraft am Mann benötigen wir. Nein! Seufz. Nein, was mache ich denn?
Alter, ich bin heute echt nicht konzentriert. Kann das sein? So, jetzt aber. So. Unten nach oben, bitte. Der war wohl dezent im Weg. Ich wollte gerade sagen, das sah ein bisschen verdächtig aus. Okay, von hier. Das heißt, es ist das da. Und dann einfach hier entlang. Wie wird es durchkommen? Und nach unten. Zu diesem wunderbaren Schild. Und das sagt uns dort entlang. Und der Stein kann bleiben, wo er ist. Der behindert uns ja nicht dabei, das Schild jetzt zu lesen. Und direkt nach oben. Und von da direkt nach links. Das muss dann dies hier sein. Direkt nach unten. Ist damit das hier gemeint? Ja, muss ja. Und dann genau das da beim Stein. Direkt nach unten wieder. Jetzt ist das vor dem Felsen gemeint. So. Wieder nach links. Wow. Da muss das hier gemeint sein. Und toll, du hast es geschafft. Jetzt musst du nur noch nach rechts. Hallo? Hey, du bist doch der aus Super Mario Bros. 2, ne? Wir waren doch auf dem Zwischengegner. Ich glaube, welche seltsames Leute. Ich bin Rat, der Musikfrosch. Aber das weißt du ja. Willst du unsere neueste Komposition anhören? Es kostet dich nur lächerliche 300 Rubine. Was ist Alter? Alter? Da von mir aus? Dann rockt mal die Noten. Danke, vielen Dank, Rock. Jetzt kennst du also den Krötenrap. Jeder, der ihn hört, wird sofort munter. Setzt leblose Gegenstände. Spielst du diese Melodie, wird sich manches in deiner Umgebung etwas lebendiger fühlen. Ha. Naja, Alter, zum Friedhof, bitte. Und wir wissen ja, Geierweili ist direkt beim Friedhof. Das heißt, wir können uns da gleich teleportieren. So. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt brauchen, um weiterzukommen. Nein. Das, genau. Der Friedhof ist ja gleich hier vorne. Gibt es hier im Gras vielleicht noch das ein oder andere Herzchen für mich? Dankeschön. Das ist der Fatzenwald. Lass mich in Ruhe. Und dann müssen wir zu dieser Ecke hier. Kümmern wir uns erstmal um die ganzen Geister hier. Alter. Okay, dann kommt der einfach. Was bist du, ein Buu? Kommt der einfach durch die andere Seite wieder reingeflogen? Ich fass es nicht. Hallo, gibt's euch auch einen Tod? Eine Fee, eine Fee. Ah, viel besser. Ist hier noch einer? Ist da noch einer? Ja. Der kann sich auf was gefasst machen. Kommt der einfach durch meine GUI geflogen? Ich glaube, es hackt. Alter, flieg nicht durch meine GUI, das ist meine. Oh, den können wir vielleicht bestimmt gebrauchen. Ein Götterahorn. Er reduziert die Verletzungen durch Gegner um die Hälfte. So, wie war das? Nummer 1 muss nach unten. Nummer 2 nach links, Nummer 3 nach oben, der muss nach rechts und der hier muss nach oben. Da haben wir was gefunden. Hallo? Unsere Farben wechseln stets. Bin ich rot, so ist er blau. Ist er rot, bin ich blau. Welche Farbe trage ich? Du bist eindeutig blau. Und das liegt nicht daran, dass du zu viel getrunken hast. Verrat jetzt niemanden. Hast du das Zauberpulver dabei? Nein, dann geh zurück. Ich habe genug Zauberpulver, keine Sorge. Unsere Farben wechseln stets. Bin ich rot, so ist er blau. Ist er rot, bin ich blau.
Welche Farbe trage ich? Du bist rot. Verrate es niemanden. Die Fee erwartet dich. Hallo? Das hier ist der Farbdungeon. Oder der Color Dungeon, je nachdem. Der hat nämlich keinen offiziellen Namen. Wie war das? Die müsste, glaube ich, das und Tata. Und da habe ich schon mal den Kompass. Normalerweise braucht man dafür die Eulenstatue, beziehungsweise die Eulenstatue da oben sagt ein, welche Farbe die Dinger haben müssen. Aber da ich das noch wusste. Upsa. Upsa. Lass mich raten. Du musst da rein? Hilfe, was ist denn mit dir los? Uah, ich will da nicht rein. Nicht ich, die da bitte. Oh, ich werfe immer zu weit, ne? Ich bin ein sehr schlechter Werfer. Ich bin zu stark für diese Welt. So, und jetzt. Da. Ja, die Rätsel hier. Wie man sieht, alle was mit dem Thema Farbe zu tun und mit verschiedenen Farbkombinationen. Was halt daran liegt, dass der Dungeon hier neu ist. Der ist in der DX-Version exklusiv dabei. Und wow. Man kommt hier, glaube ich, auch gar nicht rein, ohne dass man, wenn man das halt nicht im Color drin hat. Man kann es ja, man kann die Color-Module ja auch in normale Gameboy stecken. Ich glaube, ich habe orange die Farbe der Wahl, ne? Warte mal. Das war aber auch ganz einfach. Ich habe es ziemlich einfach in Erinnerung. Nein. Ich hatte das relativ einfach in Erinnerung. Ah. Mist. Okay, ich muss die auf Rot machen. Ah, Blau war diesmal die Farbe der Wahl. Komm nicht so von der Seite. Oder von unten. Na komm. Was gibt es hier? Ich bin kein Schwächling. Dein mickriges Schwert ist ein Witz. Nimm ich eben den Bumerang? Hat der Bumerang eine Wirkung? Nein, der Bumerang hat keine Wirkung. Erstaunlicherweise nicht. Wow. Wow. Oh, das sollte ich vielleicht nicht tun. Oh, das war's ja schon. Eine Fee, meins. Okay, der kommt dahin. Der kommt dahin. Und der kommt dahin. Oh, wow, wir haben noch nicht mal die Karte. Tja, dann. Wir sind doch mal den direkten Weg gefolgt, oder? Da sind noch zwei Truhen. Ups. Ach ja, da unten ging es ja noch lang, da sind wir gar nicht lang gegangen. Tja, Sauerei. Ach, die haben auch nur den Weg aufgemacht. Solche Wegöffner. Bup. Ciao. So, und da haben wir den Schlüssel. So lang scheint dieser Dungeon gar nicht zu sein. Wir haben alles, bis auf die Karte. Hallo? Gieriger Narr. Du willst mehr Kraft? Ein Clown wie du sollte aufgeben und nach Hause gehen. Autsch. Was bist du denn für einer? Nicht den Song. Autsch. Autsch. Ich hau dich einfach. Au, hör auf. Alter, ich will dich doch nur hauen. Was ist dein Problem?
Alter, für den einen Schlag hast du jetzt noch so lange gebraucht. Eine Fee, komm her. Feechen! Dankeschön. Ich meine, so viele haben uns noch nicht gefehlt, aber trotzdem. Ciao. Hat er sich das jetzt selbst aufgesprengt und was ist da los? Und wupp, und wupp, und wupp. Ciao. Lass mich raten, da ist ein Schalter. So, da oben war eine Truhe, da gehen wir gleich mal gucken. Oder vielmehr ein Schlüssel ist hier. Ist hier noch jemand? Ah. Und die Karte. Ach, schön. Kriegen wir die auch endlich mal. Oh, das ist die falsche Karte. Mann, sind wir auch schon fast durch. Das ist hier. Oh Gott, das wird ein Spaß. Jetzt haltet doch erstmal alle still. Stillhalten. Ich werf doch viel zu weit. Au. Au. Hua. So. Au, jetzt hör mal auf damit. Ja, so geht's natürlich auch. Einfach mit einem Kollegen abgeworfen. Sonst, hallo? Sonst geht's ja wohl noch ganz gut. Und hops. Haha. Hat sich doch noch gelohnt, dass wir da vorbeigeschaut haben. Ich nehme die Abkürzung. So, dann haben wir noch den Raum da unten. Mann, ich will nicht die... Also das mit der Ocarina ist echt ein bisschen unglücklich gelöst, finde ich. Ciao, war nett mit dir? Oh Gott. Merk dir genau. Aus Rot mache Blau. Ich werde durchdrehen. Ach, ist euch nicht wahr. Das ist zum Mäusemelken. Das ist ja... Hallo? Moment. Oh. So geht's natürlich auch. Ich drehe hier noch am Rad. Oder am Farbrad, wenn man so möchte. Hallo? Heute wird's kalt, muss ich wohl tatsächlich nachdenken. Tja. Gute Frage. Also, wenn ich den schlage, wird der hier blau. Das sind die. Das sind. Okay, es sind immer die drei. Die anliegenden sozusagen, ja. Ich war noch nie gut in solchen Dingen. Ja, immer die Anliegenden. Nein. Doch. Ein einziger. Ich schaue mir das mal eben kurz an, probiere ein bisschen rum. Wir sind dann gleich wieder da, bevor ich jetzt hier zu lange brauche.
Boah, das hat jetzt aber gedauert. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit versuchen, die Teile wieder in ihre Ausgangsposition zu bringen, damit ich in einem Guide oder so gucken kann. Aber hey, wir haben es geschafft. Und das ohne Hilfe. So, was haben wir hier? Wer mein Teil der Macht erhalten? Spürst doch die Energie. Ja! Energie! Das war einfach. Blau, sicher. Gelb, Vorsicht. Rot, Gefahr. Gelb, Vorsicht. Rot, Gefahr. Nimm auch du dir Zeit. Au, 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 au. Alles klar. Kein Rot. Rot ist Kacke. Aber Gelb ist okay. Kein Rot, kein Rot, kein Rot. Aber Gelb ist okay. Kein Rot, kein Rot, kein Rot. Aber Gelb ist okay. Kein Rot, kein Rot, kein Rot. Aber Gelb ist okay. Es ist aber dunkelrot. Einfach immer schlagen. Autsch, falsche Richtung. Falsche Richtung. Oh, vielleicht sollte man auch mal treffen. Komm her. Komm her. Mal, hast du nicht mal bald mal genug? Geht doch. Nein. Sieht ein bisschen seltsam aus, wie der verschwunden ist. Aber hey, wir haben es geschafft. Hallo, Fee. Fee? Hallo, Lyran. Unglaublich, dass du es bis hierher geschafft hast. Ich gebe dir die Macht der Farbe. Für den Angriff wähle Rot, zur Verteidigung wähle Blau. Welche Farbe möchtest du? Naja, also, wenn wir die Farbe Blau nehmen, werden wir unsere grüne Tunika los und bekommen dafür eine blaue. Dann haben wir permanent quasi die Macht des Götterarms auf unserer Seite. Wählen wir Rot, nehmen wir die grüne Tunika an. Nein, wir nehmen nicht die grüne Tunika an, wir schmeißen die grüne weg, ziehen uns die rote an und haben dafür doppelte Angriffspower. Was ziemlich nice ist, weil wir das Level 2 Schwert schon haben, also nehme ich Rot. Sicher? Ja. Schließe deine Augen. Du trägst die rote Rüstung. Du strotzt nur vor Kraft. Und wenn wir wechseln wollen, können wir jetzt halt zur Fee gehen und uns die andere Farbe aussuchen. Wir können aber allerdings nur eine zur Zeit tragen. Nun bist du bereit. Oh yeah, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Oh yeah. Voll bereit bin ich. Voll bereit. Ach, gefällt mir. Ne, und wir müssten jetzt eigentlich auch permanent diesen Weitschuss haben. Oder? Nein, keine Ahnung. Aber wir hauen die Gegner permanent so weit weg. Was ziemlich gut ist, weil wir dadurch auch mal ein bisschen mehr Platz gewinnen. So, das hätten wir. Dann wird es, glaube ich, an der Zeit, nach Dingsdamumster zurückzukehren. Nach Möwendorf. Dort wartet nämlich unsere nächste Aufgabe. Oh, hier geht's noch nicht lang. Ich bin doof. Und da wieder rüber. Ups. Ach, ich wünschte, es gäbe für die Items mehr Shortcuts, aber das war bei den Advanced oder bei den Gameboy-Editionen ja schon mal so, dass man nur den B und den A-Knopf hatte. Wow, und ich bin jedes Mal diesen riesen Umweg gelaufen. Ich kann mich ohrfeigen. Stirb, Gras, stirb! So, wir wollen als nächstes genau hier hin. Da. Den Krötenrap, bitte. Das war da vorher aber nicht. Hallo? Der sieht ein bisschen tot aus. Naja. Es hieß ja, mit dem Lied werden Leute wieder lebendig oder werden Dinge wieder lebendiger. Gucken, ob das auch für Tote zählt. Wow, der Gockel lebt ja wieder. Und nett scheint er auch zu sein. Wahrscheinlich der einzig nette Gockel, den es hier gibt. Bin jetzt überhaupt Der folgt uns jetzt jedenfalls eine ganze Weile.
Und das Tolle an dem ist, wir können es an dem festhalten. Und dann können wir fliegen. Und das geht so lange, wie wir wollen. Oder so lange, bis wir den Abschnitt verlassen müssen. Weil, naja, den Abschnitt verlassen können wir nicht, solange wir fliegen. Und wir können ihn auch irgendwo hinschmeißen, wo wir wollen. Ist dem scheißegal, der kommt immer wieder zu uns getrottet. Und wir können auch eine tolle Kombination aus dem Bumerang. Wir nehmen den Bumerang, schnappen uns das hier. Und der Bumerang folgt uns quasi endlos. Und schnetzelt alle Gegner ab. Zum Beispiel so, armer Hundi. Ja, und der Hundi konnte halt nichts machen, weil, naja, wir in der Luft geschwebt sind. Oh, ich hätte das Huhn nicht angreifen sollen. Den brauchen wir nämlich, damit wir zum nächsten Dungeon kommen, der da oben in der Ecke ist. Wir nehmen den Teleporter. Ich glaube, da war gleich einer. Da müssen wir da nicht hinlaufen. Hinein! Ups. Ja. So. Da ist der Dungeon. Autsch. Bam. So. Jetzt müssen wir uns ja nur auf den Weg hin machen. Und dann können wir mit Hilfe des Gockels uns dann den Schlüssel holen und dann in den nächsten Dungeon aufbrechen. Mann, so viel haben wir echt gar nicht mehr übrig, ne? Der Weg ist schwer, doch du bist fast am Ziel. Gehe nach Osten. Der Windfisch wartet schon. Das ist schön für den Windfisch, schätze ich. Oh wow, hier ist ja relativ viel. Das heißt, wir müssen wieder durch diese berühmte Höhle gehen. Naja, aber bevor wir da durchgehen, stirbst du erstmal. So. Würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle eine kleine Pause. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Also bis zum nächsten Mal und bis dahin sage ich natürlich wie immer. Tschüss.